geht wieder los. Ein neues Video steht an. Wir sind auf dem Weg in den Wald. Gerade in diesen dunklen Zeiten des Coronavirus möchte ich die Gunst noch nutzen, rauszugehen, solange es noch geht, bis irgendwann womöglich mal eine komplette Ausgangssperre verhängt wird. Man weiß ja nicht, was kommt. Das Wetter ist fantastisch. Wir haben Sonnenschein ohne Ende. Wir haben jetzt circa 10 Uhr und schon weit über 10 Grad, also bestes Wetter, um zu sondeln. Dass wir Leuten begegnen, ist auch unwahrscheinlich. Von daher freue ich mich sehr auf diesen Sonnengang. Freue mich noch mehr, wenn ihr dabei seid. Und schauen wir mal, was auf uns zukommt. Blubber, blubber. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr mich begleitet. Und los geht's. Ja, und wie so oft, Freunde, der erste Fund. Trash, Müllabfall, ein Nachel. Ein Stückel Blech. Oh nee, ewig lang gesucht, aber gefunden. Schaut mal hier. Da ist es. Das Unterteil einer Patrone. Sprich, das eigentliche Zündkäpselchen. Da ist es winzig klein. Und Schrott. Ja, Freunde, noch kann man durch die Wälder gehen. Das Gestrüpp fängt erst jetzt an, sich auszubilden. Die Knospen gehen auf. Langsam kommt der Frühling. Und jetzt ist es noch gut, sondern zu gehen, wenn dann, wie gesagt, dieses niedere Gewächs anfängt richtig zu sprießen, dann kann man das auch vergessen. Deswegen tapern wir jetzt hier nochmal durch das lichte Gehölz. Schauen wir nochmal, ob was geht. Und ab und zu sollte man den Blick auch nach oben werfen, denn da kann man auch Sachen entdecken. Und was habe ich entdeckt? Jetzt falle ich auch noch um. Ein Eigenheim, da oben im Baum. Noch nicht bezogen, aber da ist es noch verwaist, aber wird wohl bald einen Nachmieter finden. Ja, ein Vogelnest. Miraculix lässt grüßen, denn hier hat er wahrscheinlich eine Ersatzsichel verloren. Und ich habe sie gefunden, aber leider auch in einem bedauernswerten Zustand. Also in dem Fall auch nur Schrott. Und ein Bombensignal, aber hier haben wir auch leider wieder nur einen Eisenring. Und nochmal ein Eisenring, aber ein wesentlich kleinerer als der von vorhin. Tja, Hufeisen und Eisenringe, die habe ich ja damals schon gefunden, wie ihr in meinen alten Videos sehen könnt. Hufeisen und Eisenringe bleiben mir treu. Ja, Freunde, und hier haben wir ein 43er. 48er, 53er, das Signal springt ein bisschen. Da müsste es sein. So. Da muss es sein. Da ist es. Wow. Was haben wir hier denn?
Ah, ich denke, es handelt sich um einen Pfeifendeckel. Und dazu noch um einen richtig schönen. Naja, aufmachen kann man ihn nicht mehr, ist klar. Der ist ja hübsch. Hier noch mit einem Griff zum Öffnen. Schönes Ding, schönes Teil. Ja, ein Pfeifendeckel, ein alter. Na, immerhin, der erste richtig gute Fund. Ein Pfeifendeckel. Mann, Scheiße, Maschendraht, Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg, einen Bombensplitter, noch ein Bombensplitter, eine abgerissene Öse eines Drahtseils, ein zerborstenes Kettenglied und noch ein Nagel, ein Hufeisenfragment, schon wieder ein halbes Hufeisen, ein Fragment davon. Aha, ein 80er Signal. Ja, wollen wir mal gucken. Da muss es drin sein. Oder auch nicht. Doch. Sag mal, 10 Minuten habe ich jetzt hier rumgemacht. Ein Loch wie ein Tunnel. Und dann habe ich es jetzt endlich gefunden. Junge, Junge, da steckt's drin. Da schaut was Rundes. Und ich denke, ein Knopf. Ja, ein Schildbuckelknopf und wahrscheinlich aus Arsenbronze. Ja klar, ohne Bürste ist immer schlecht, ich weiß. Aber in dem Fall geht's. Ja, ein Arsenbronze-Knopf, Schildbuckelknopf. Leider ist die Öse kaputt, abgebrochen. Mal schauen, wie er rauskommt nach dem Saubermachen. Ja, klasse, hey, der zweite gute Fund. Optimal. Ich freue mich. Hammerhart hier mitten im Wald, was die hier früher getrieben haben. Und zwar haben wir hier gefunden einen ganz, 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 ganz winzigen, kleinen, na, was ist es? Ein Niederhaken. Winzig klein. Naja, hübsch verziert, kann man jetzt nicht so genau sehen, aber bestimmt nach dem Saubermachen hübsch, Mensch. So einen kleinen habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Aber wie gesagt, mitten im Wald, das lässt ja tief blicken. Ja, Freunde, und auch hier hatten wir ein gutes Signal. Und da schauen wir jetzt mal. Ein 72er Signal war das. Oh, sorry.
Ja. Aha. Na? Ah, nicht schon wieder, bitte. Da ist es. Oh nee. Na toll. Eine Jägerdublone. Wie gewonnen, so zerronnen. Nein, da ist sie. Der Boden einer Schrotpatrone. Nicht mehr, aber, liebe Freunde, auch nicht weniger. Leute, ganz schön anstrengend wieder. Ja, und was haben wir hier? Sieht aus wie ein Taschenmesser. Ein kleines. Ja. Ach, wie hübsch. Da unten angerostet. Oben muss man sehen, ob man es nochmal aufkriegt. Das werde ich dann zu Hause machen. Ja, ein kleines Taschenmesser. Wahrscheinlich der letzte Fund für heute. Denn ich befinde mich schon wieder auf dem Heimweg. Und falls ich noch was finden sollte, zeige ich es euch natürlich, ist ja logisch. So, Freunde, das hätten wir jetzt wieder. Der Sonnengang ist vorbei. Ich war jetzt circa 3,5 bis 4 Stunden unterwegs. Viel haben wir nicht gefunden. Gut, den Knopf müssen wir sauber machen. Der Pfeifendeckel, der freut mich eigentlich am meisten. Ansonsten war es sehr ruhig im Wald. Und der Landwirt freut sich natürlich, wenn ich den Wald sauber mache. Liebe Freunde, in dieser harten Zeit wünsche ich euch alles, alles erdenklich Gute, viel, viel Gesundheit und haltet euch an die Regelungen, die von staatlicher Seite ausgegeben werden. Gut, man kann natürlich drüber schnacken, ob das alles sinnvoll ist oder nicht. Ich wünsche euch allen auf alle Fälle, dass ihr gut durch die Krise kommt. Ja, jetzt soll es ja noch mal schlecht werden und dann soll der Frühling mit Mächte kommen. Das ist natürlich für uns Sondler super. Ich drücke euch allen, jeden Einzelnen da draußen die Daumen, dass es bei euch gut läuft. Und ja, wenn alles bei mir gut läuft, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten kommt ja mittwochs wieder ein Video, Oldies but Goodies. Da könnt ihr euch dann nochmal angucken, wie ich mich vor 6 Jahren angestellt habe. Beim Sondeln müssen wir die Anfänge. Ja, liebe Freunde, haut rein, lasst's krachen wie immer. Und ich drücke euch die Daumen, dass für euch alles gut läuft. Und macht's gut. Bis demnächst. Euer Sondel-Andi. Tschüss.